sie jetzt gerade jeder lesen kann, kommt nochmal Bewegung rein in das Gesetz zum Ausstieg aus dem Kükentöten. Wie viele wissen, haben wir ja das Verbot des Kükentötens seit 2022. Aber so wirklich eine Riesenveränderung hat es leider nicht gebracht. Warum? Weil das Gesetz so eine Lücke hat und die gilt es jetzt nochmal zu schließen. Ich möchte an der Stelle gar nicht drauf eingehen, was ist jetzt 12. Tag, 6. Tag. Mir geht es eigentlich um was ganz anderes. Das Gesetz verbietet das Kükentöten in einer Brüterei in Deutschland. Heißt aber für einen Legehennenhalter nicht, dass er auch seine Hühner im europäischen Ausland kaufen kann. Die meisten Legehennenhalter in Deutschland und auch hier in Baden-Württemberg kaufen ihre Hühner in Frankreich oder in Holland, halten die Legehennen hier und verkaufen dann natürlich deutsche Eier. Der Kunde glaubt aufgrund des Gesetzes, das Kükentöten ist ja verboten und ein deutsches Ei ist immer kükentötenfrei. Das stimmt aber nicht. Und deswegen brauchen wir eigentlich nicht mehr groß diskutieren, was ist in der Früherkennung richtig oder falsch. Das sollen aus meiner Sicht andere machen. Wichtig wäre an dieser Stelle ein europäisches Verbot des Töten der männlichen Küken von Legehennen oder wenigstens die Früherkennung. Ich persönlich denke, die Aufzucht ist besser. Deswegen auch zwei Nutzungshühner und deswegen habe ich euch heute auch mitgenommen hier in meinen Stall. Hier haben wir die größte Herde in ganz Europa von zwei Nutzungshühnern und das ist für uns ein ganz neues Projekt gewesen. Aber ich persönlich halte es für sehr richtungsweisend, weil hier Henne und Hahn im Gleichgewicht sind. Es sind Henne und Hahn wie früher und deswegen haben wir uns für diesen besonderen Weg hier entschieden. Der Hahn war wie ein Masthähnchen, hat etwas länger gebraucht zum Großwerden, wie jetzt ein reines Mastgeflügel. Die Henne legt etwas kleinere Eier und etwas weniger, finde ich persönlich nicht schlimm. Insofern habe ich diese Hühner und dieses Projekt meine Lieblingshühner getauft, weil sie extremst gechillt sind. Das seht ihr jetzt hier auch im Hintergrund, weil es auch wahnsinnig Spaß macht. Und für mich wäre das am Ende aller Tage der Gamechanger, den wir in der Geflügelhaltung brauchen. Das war mein Video über unsere zwei Nutzungshühner und über das Gesetz zum Beenden des Kükentötens. Was haben wir gelernt? Es ist wichtig, auf der Packung darauf zu achten, dass wirklich draufsteht mit Aufzucht der männlichen Küken. Wir haben gelernt, es gibt tolle Produkte, wo dieses Fleisch dieser Hähne drin ist. Und wenn euch mein Video gefallen hat, ja, Daumen hoch, Glöckchen nicht vergessen, ja, und abonniert unseren Kanal.